Ja, Hallöchen bei einem neuen Let's Play hier auf unserem Channel. Jetzt hängt gerade mein Spiel. Ich kriege meine Charaktere nicht. Und Was geht denn da zwar, jetzt? ja, in Final Fantasy 14, A Realm Reborn, wie es ja noch heißt. Ich hatte nur gerade nicht die Möglichkeit, Charaktere zu Jetzt hat man erstellen. ja deinen tollen Charakter gesehen, gleich dann Ja, bei dem jetzt hat einfach einen man. raus. Ja, Wir war könnten, ja meiner sind ein bisschen erfolgreich. besser ausgerüstet, aber Markus ist vom Stand her fast so weit wie ich. Ja, ich habe ihn Weil ich habe inzwischen ihn mit eingeholt. durchgezogen, ein bisschen. Ich habe extra gesagt, man soll ihn mitnehmen. Weil ohne Markus was zu machen ist ja langweilig. Gibt es sonst keinen, den man flamen kann? Nein, natürlich gibt es genug. Wir wären eine lustige Truppe und schaffen irgendwie eine Menge. Was Auf geil jeden ist. Fall. Ja, Und doch, wir herzlich haben. willkommen auch von mir an dieser Stelle zu meinem momentan. Ich habe mich in Final Fantasy, habe ewige Final Fantasy Abstinenz gehabt. Einfach aus Zeitgründen. Und dann fing ich mit diesem MMO wieder an. Habe natürlich dann ein paar Teile nachgeholt, weil das musste dann einfach sein. Alles gut. Auf jeden Fall hat meine Liebe hat sich wieder zu Final Fantasy noch entfacht. Ja, Hoffe, und das Let's Play wird euch genauso gut wie gefallen, wie das Spiel uns selber auch gefällt, weil das ist eine richtig geile Geschichte. Wenn ihr Final Fantasy kennt, werdet ihr verstehen, warum. Es ist kein 0815 MMO, wie zum Beispiel jetzt andere. Es ist kein Free-to-Play-MMO, wie man unten sieht, an den Abo-Zeiten und so weiter. na, Gibt ich auch bin schon etwas Belohnungen, wenn man ein Abo weiter. hat. Ja, gut, ich erkläre es jetzt nur nochmal. Ja, gerne. Jetzt ist mich durcheinander gebracht. Wenn man ein Abo hat, kriegt man bestimmte Belohnungen, wie es zum Beispiel bei Rift auch der Fall ist, wenn ich mich nicht alles täuscht. Rift ist auch ein gutes Spiel, aber bei weitem nicht so gut wie Final Fantasy Realm Reborn. Realm Reborn muss man dazu sagen, warum heißt das so? Und zwar, es gab mal ursprünglich einen Start von Final Fantasy 14 MMO. Das war aber total der Flop. Die Engine war schlecht. Hier wird gehupt, das ist total geil. Hört auf, ich moderiere. Hört auf! Hört ihr auf? Müssen die wieder heiraten? Hört man das gar? Ja, man hört's. Das ist toll, ne? Nein, Das das ist. Spiel. Ja, Soll warte, ich das rein? Spiel, warte. Ich bin wieder. Die haben aufgehört, bin Ah, die haben vorbei. aufgehört, gut. Ja, auf jeden Fall. Das Spiel wurde neu released, weil das Spiel komplett verhunzt war am Anfang. Der leitende Entwickler wurde dafür gefeuert. Und mit einer neuen Engine, überarbeitet und auch mit Abo-Modell, statt es Free-to-Play zu machen und es auszuschlachten, haben die lieber was Gutes draus gemacht und das war die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Und nun kommen wir zu der Charakterauswahl. Wir wählen die Welt Shiva. Wir sind auf dem Server Moogle. Wenn ihr vielleicht das Let's Play von Pandoria kennt, die ist da nämlich auch. Genau, unsere Main-Char Die sind auf spielt das Moogle. aber nicht so extrem aktiv wie wir. Du Ich muss hast mich was mit dem jetzt Shiva, nur. ne? Okay. Ja, genau, Shiva. Wir müssen jetzt nur beim Charakter erstellen aufpassen, oder kriegen wir noch mal Phantasia zugesendet? Weiß ich nicht. Das ist ja auch egal. Das ist ja auch nicht teuer, wenn es überhaupt darum geht. Das ist ja egal. Auf jeden Fall sieht er jetzt die Charakterauswahl. Kannst du einmal rübergehen, wenn ich das moderiere? Hier seht ihr die Hyrian. Ich nenne ihn einfach so. Ich bin schon mitten in der Erstellung. Mann, Markus! Ja, das war total toll. Auf jeden Fall gibt es das Volk Hyrian. Die sind halt so was wie Menschen. Die Elesen sind so elfenartiges Volk. Die Lalafell sind die Kleinwüchsigen. Hast du wenigstens alle mal durchgezeigt, Markus? Geh Nein. nochmal zurück, wir machen das vernünftig. Ah, okay, wir fangen Wir von vorne machen das an. vernünftig. So läuft das hier nicht. Wir Ja, sind stimmt. Profis. Ja, genau. Die. Also, bist du jetzt wieder da? Ja, ich bin da. Ihr seht hier die Hyrian. Geh einmal auf weiblich rüber und auf männlich. Klick einmal rein auf Quasi Karten. die Und dann zeigst du Menschen. Hochländer und Wiesenländer. Die Unterschiede, das Ja, sind die genau. Menschen. Es Dann gibt gehst du wieder auf unterschiedliche Volk. Völker. Dann sieht ihr jetzt die Elisen, weiblich und männlich. Dann seht ihr auch die Hey! Unterschiede. Hey, ich weiß ja nicht, wie schnell du bist. Nein, ich bin irgendwie hab falsch gedrückt. Ich musste wieder komplett neu erschaffen. Och, Markus. Ja, wisst ihr, was ich bei den Extreme-Sachen mit ihm durchmachen muss? So. Die Elesen halt elfenartige Elfenartig. Wesen. Haben das Volk, die einmal die. Ups, jetzt habe ich mich mal verdrückt, das ist auch mal was Neues. Dann habt ihr den Volksstamm, die Erlschatten und die Dunkelalben. Genau. Wenn du rüber gehst, dann können die Leute ja kurz Pause machen, sich die Storyline dazu durchlesen. Hintergrund, ein kleiner Hintergrund. Genau, den die Volksgeschichte. Dann gibt es die Lalafell.
Die kleinwüchsigen Halblinge. Genau. Die Hobbits, nein. Nee, Hobbits ja nicht, die haben keine haarigen Füße. Ja, weißt du nicht, die haben Schuhe. Dann gibt es die Mikote. Das ist, wie ihr gesehen habt, auch bei mir mein Main-Volk. Oder bei mir auch. Ich finde Katzen super. Seht ihr, gibt es einmal die Goldhatzen und die Mondstreuner. Genau. Und wie ihr auch seht, wenn ihr rübergeht, die haben unterschiedliche Attribute zu Beginn. Das ist jetzt nicht so krass entscheidend, weil man kann mit, muss man zu sagen, man kann mit jeder, mit einem Char alle Klassen machen. Genau. Man muss nicht irgendwie sich 1000 Chars erstellen. Und dann gibt es noch die Rogadin. Die Rogadin, genau. Die sind halt die extrem großen Muskelpakete Eoseas. Volksstämme haben die Seewölfe und Lohengarde. Ja. Und hier noch einiges an Konsti. Natürlich. Rogadin auf jeden Fall. Nun gut. Na gut, aber schon viel mehr als andere. Sie haben teilweise sogar. Es kommt auch an, welches du nimmst. Ja. Wie ihr schon mit mir gesehen habt, werde ich ein Lalafell spielen. Ein Sandling. Ich werde immer ausnahmsweise, ihr hättet erwartet, ich spiele Mikote, aber da ich Mikote als Main-Char habe. Seit Anfang an, Markus hatte, musste den Phantasia benutzen, weil jetzt seine Edelsen hat ihm dann doch nicht so gefallen, wie er es gern gehabt hätte. Ach ja, stimmt. Das war so lustig. Besonders als er gesehen hat, was die Mikote für Emotes hat, da wurde er leicht neidisch. Bisschen. Ganz leicht neidisch. Ich werde hier das Menschenvolk nehmen, die Hyran. Das ist ziemlich praktisch. Klassisch, aber ich werde natürlich Wiesenländer nehmen, weil die Hochländer und natürlich werde ich einen weiblichen Char nehmen, das steht außer Frage. Das Interessante ist, dass der Regler des Brustumfangs beim Lalafell an und für sich fast keine Funktion hat. Aber Mikote und Kuschel. Ja. Wie groß hast du den Lalafell gemacht? Da wird ein Unterschied sehen, wie ich jetzt irgendwie groß. 88 cm oder so ist so groß. 1,60 groß. Wie groß mache ich sie denn auf 1,70? Mach sie doch doppelt so groß wie mir eine. 88, 76 Cent, 1,76 müsstest du machen. 1,70 würde maximal gehen. Ja, gut. Wie groß bist du nochmal, Markus, in echt? 1,72. Verdammt, sie ist ein bisschen kleiner als du. Ich will sie aber nur so auf 1,60 machen. So, das finde ich ganz okay. Körperbau. Ich mache sie natürlich sehr kräftig. Natürlich nicht. Ich mache sie so einen hier guten Durchschnitt. Mit den Reiter hat der Lalafell doch nicht mal. Ich kann doch nicht mal den Körperbau beeinflussen. Die sehen einfach immer so aus. So klein und gedrückt. Der Brustumfang sehr klein oder sehr groß. Der Unterschied von sehr klein zu sehr groß ist geil, Alter. Da bin ich jetzt ein pubertären Kind, ich finde das richtig witzig. Okay, ja, das ist klar, was ich für welche Option habe ich genommen. Sehr klein. Natürlich. Genau. Jetzt kann ich die Frisuren. Ach, ich darf ja, darf ich die Lightning-Frisur nicht auswählen? Nee, stimmt ja, darf ich ja nur mit dem Char, der so damals auch erstellt hatte. Boah, das Event noch war für Return of Lightning, als es rauskam. Das 13. Spiel, Teil 3 im Endeffekt. Also, falls jemand sich da nicht mit auskennt. Ja, was nehmen wir denn da für eine Frisur? Die haben ja ganz andere Frisuren. Teils sind sie auch gleich, aber die haben auch teils ganz, ganz andere. Nehmen wir. Können wir nehmen. Rudy. Ich weiß nicht, was du da gerade machst, aber moderier doch mal, während ich im Überlegen bin. Ja, ich bin ja schon ein paar Schritte weiter. Ich bin ja schon bei der Augenfarbe. Nachdem mein Lalafell hier rote Haare und eine Langhaare. Flechtfrisur verpasst bekommen hat, überlege ich gerade, welche Augenfarben ich ihr geben kann. Ich kann ihr sogar zwei verschiedene geben, wenn ich Bock drauf hätte. Ja, das ist cool. Das fällt mir jetzt gerade irgendwie erst auf, dass es die Funktion gibt. Bei Mikote ist das ein bisschen anders. Die können halt so Katzenaugen und sowas nehmen. Ich könnte mir ja eine dunkelrote Augenfarbe geben. Da. Wenn du weißt, was ich meine.
Nee, Gib mir so einen rosa Ton, habe ich gerade beschlossen. Bin mir nicht sicher. Wenn ich Lightning-Frisur über Account übergreifen, das habe ich Glück. Wenn nicht, dann Pech. Ja, werden wir ja sehen. Ich bin hier echt gerade am Rätseln, was für Augenfarbe ich hier verpassen kann. Nee, ich nehme doch lieber das Rote. Ja. Nee, es rosa. Ist irgendwie... Das gefällt mir. Also, Gesicht. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Augenfarbe ist okay. Die Augenfarbe kann man ja auch nie wieder anpassen. Das ist ja nur über Fantasie regelbar. Ja, ist ja auch logisch. Du kannst ja nicht einfach zum Kosmetiker gehen und sagen, hey, erinnere mal meine Augen. Ja, Kontaktlinsen. Ja, Kontaktlinsen. Es gibt so was Ähnliches hier im Spiel, aber das ist was anderes. Gesicht. Welches Gesicht kann man ihr denn geben? Das, das, das oder das? Hm, das gefällt mir aber am besten, das der unterste. Gut, das nehmen wir. Ich gebe den Like-Button. Mach ich Foto. Big Dislike, ne? Gesichtskontur. Nee, die gefällt mir doch so besser. Und das Kind zu lang. Wir wollen das hier passt. Nicht Sarah Jessica Parker draus machen. Nee, die Klasse, die Rasse gibt's noch nicht. Sarah Jessica Parker, ich will, der, nein, das ist jetzt gemein, das jetzt zu sagen. Das, da reden wir jetzt, wir feuern das jetzt nicht weiter aus, das könnte böse enden. Das ist okay. So. Augenform, ach ja. Nasenform, ja, was nehmen wir denn? Ja, man kann hier eine Menge, wie ihr merkt, machen. Man hat zwar nicht die Möglichkeiten, wie in vielen Spielen mittlerweile, quasi die Zonen zu morphen, ohne weiteres, aber... Es gibt relativ viele Auswahlmöglichkeiten bei diesen X Abschnitten. Du kannst schon ein bisschen was bearbeiten mit Regeln. Ja. Verschiedene Augenfarben, das gucke ich mir jetzt mal an. Alter, wie das aussieht mit Rot-Blau. Ich habe auch echt überlegt, verschiedene zu nehmen. Aber es kann sein, dass es mir noch auf den Sack später geht. Ja. Naja, ich habe jetzt ein dunkelgrau genommen, das war irgendwie das Einzige, was passte, fand ich. Du bist ja fast blind. Naja. Dann beschwer dich nicht, wenn ich dich nicht heil. Das mache ich so oder so. Ja, stimmt. Da kann ich gar nichts gegen machen. Wie ihr denken könnt, ich tanke halt auf dem Raid. Augenbrauen. Da, 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 da. Augenbrauen. Lippenfarbe, Ohrenform, was haben wir denn? Elfenhaft, trauriger Elf, Dobby und ein großer Elf. Lassen wir doch so, okay, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Die Augenbrauen finde ich gut, jetzt die Nase. Ohrengröße, gleich hebe ich ab, Alter. Das erinnert mich an Guild Wars bei meinem Azura, Alter, das Riesenohr, ich den immer verpasse. Dumpo, Nase besser oder die? Ich bin mir da nicht sicher. Ne, die finde ich besser. Das passt einfach. Und. So, was haben wir noch? Die letzten Merkmale. Ohrringe brauche ich keine. Piercings. Ja, es gibt. Na egal, die sehen gar nicht so schlecht aus, finde ich gerade. Ja, was ist hier? Ah, nachgezogene Augenbrauen. Ne. Hallo? Weißt du, wie gerade den Lippenstift einstellen, ne? Ja. Und das steht auf keine. Auch gut. Warum funktioniert das nicht? Verdammter Dreck. Ja, bevor ich beschwere, gucke ich ja immer. Das finde ich gut. Ach ja, Farbe des Merkmals passt. Kann ich ja gleich noch anpassen. Das ist gut. Tattoos brauche ich keine, die sehen. Alter. Wipp, wipp, wipp. Oh Gott, das machen wir wieder weg. Man kann es hier auch, wenn man Schminkstudio haben will, völlig übertreiben. Aha, ich kann sie tätowieren, aber das tue ich nicht. Man kann auch so Highlander Gesichtsausdrücke zaubern. Ja, man kann ja alles machen, das kommt aber auch auf die Storyline ein. Man sieht, es ist halt ein Rollenspiel, das werdet ihr noch früh genug merken. Ja, dass das auch was mit Rollenspiel zu tun hat in gewissen Situationen. Ein wenig mehr, als man es so kennt aus manchen Spielen. Ach. Nee, alles mehr, was passt. So, ich bin beim letzten Schritt. Stimme mir. Ja, ich bin auch gerade. Was zum?
Was? Nee. Geile Stimme, Alter. Vorher bin ich auf die Nebel. Die ist aber ein bisschen männlich, die hier. Boah, die Stimmen werden aber gerade tief. Weißt du, wo der eine Lader fährt, so richtig ganz klein und mit so einer extrem tiefen Stimme auf einmal auf dem Mob. Was war das? Ich hab's ja nicht gesehen, weil er hinter dem Busch war. Wo ist Jens? Ah, ich glaube, die Stimme kenne ich. Die hat auch jemand aus unserer Gilde. Meint die? Ja, ja, genau. Jetzt hört sie sich an wie eine Hexe. Ich glaube aber, die nehme ich. Die ist die einzige, die wirklich gut passt. So, das hätten wir. Die Einstellung kann ich jetzt sogar speichern, falls ich irgendwann mal wieder einen Charakter machen möchte, der so ähnlich aussieht. So, wir dürfen einen Geburtstag festlegen. Wann mache ich das denn? Ich lege den irgendwann so, dass wir auf jeden Fall vielleicht einen Geburtstag erleben im Spiel. Ich weiß ja nicht, was dann kommt. Wir haben momentan den 15.03. Ich habe auch einen Tag, wo ich auf jeden Fall kann. Da ist... Bin ich nicht da an dem Wochenende? Wo ist mein Kalender? Ich bin auch am überlegen, welche Stimme ich nehme. Na, bei mir war die Auswahl relativ schnell klein geworden. Weil ich es irgendwie nicht haben kann, wenn die anfängt rumzubrüllen, den Mund offen hat, aber das Soundfall von der Stimme schon zu Ende ist. Das finde ich irgendwie komisch. Ach, wird schon irgendwie schief gehen. Ich nehme jetzt einfach den. Nee, am 14.04. So. Nehme ich den 13.04. als Geburtsdatum. Dann ist das ein Tag vorm GTA 5 Release. So. Was für ein Geburtstag tun wir denn? 13.04. So, und jetzt kommt sogar noch, ich darf eine Schutzgottheit festlegen, wonach sich meine Elementwiderstände zu Beginn des Spiels anpassen würden. Ja, es gibt hier einige. Ich klicke die einfach alle mal durch. Wer sich den Text durchlesen möchte, muss dann halt einfach an der Stelle Pause drücken. Ist dann in der Hinsicht am einfachsten. Ja, hier gibt's sogar... Schutzgottheit, das ist auch nicht so krass entscheidend, aber es bringt halt schon Vorteile in gewissen Situationen. Ja, so ein bisschen. Ja, hallo, nehme ich ja sonst immer. Ich habe gedacht, man hat dadurch irgendwelche Bonusfähigkeiten. Deshalb habe ich am Anfang bei meinem Hallo genommen, aber... Wir sind nicht in Guild Wars. Ja, ja. Ich kann nach persönlicher Vorliebe gehen. Weißt du, dass auf deiner Axt, die du benutzt, das Zeichen von Ralgir drauf ist? Ja, das weiß ich. Nein, natürlich weiß ich das nicht. Ich würde diese Axt ja niemals benutzen. Zeigst du gerade die Klassen? Nein. Zeige ich nicht. Ich bin noch bei den Gottheiten. Achso, du denkst gerade an meine Akten, die ich ja bald auch höher habe. Ja, ich habe ein bisschen rumgeeiert mit den Tafeln, aber die sind bald fertig. Dann ist es nicht mehr auf Stufe Atma. Ich habe natürlich eine viel bessere Waffe. Wenn Shiva mir meine Waffe noch geben würde, oder ein Keul eine kriege, ist also auch egal. Erstmal. Ich nehme die Schutzgöttin Gridanias, Nufika. Du wirst ja wahrscheinlich auch Naldatal nehme ich, weil ich würde ein Paladin werden, weißt? Ja, ich habe eine Idee, wie wir das umgehen können mit dem in unterschiedlichen Gegenden rumrennen am Anfang. Denn?
indem du dir einfach irgendeine Klasse als Pikinier oder so erstellst, dann nach Dings reist und dann den Paladin direkt nimmst ich auf will Level aber 1. Schon Gridania haben. Nee, 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 nee. Ich muss aber in Gridania anfangen als Druide. Ich will lieber einen Ulda. Wir müssen ja nicht am Anfang, wir werden ja relativ schnell ab Level 15 oder so werden wir aufeinandertreffen. Markus. Ja, stimmt ja auch. Und wie ihr hier schon seht, es gibt unterschiedliche. Oder. Ja, obwohl, wir können früher auch noch gar nicht hin vor Level 15, können wir die Gebiete nicht wechseln, Markus. Ach ja, stimmt. Also, es ist egal. Ja. Wir könnten schon, aber wenn wir bei Off sterben, das wird dann dauern. Wir müssen dadurch Level 40er Gebiete und sowas dann teils. Und da wir noch keinen Reitmount haben, dauert das Ganze ein bisschen und dann wird man gerne schnell mal zu kleinen. Ja, zu Fallobst. Indem man sie einfach hinlegt. Weil er ihn irgendwas erwischt hat. Ja, du kannst jetzt mal hier den, den die Klassen bespielen. Ja, ich wollte gerade anfangen. Ich wollte gerade anfangen. Das siehst du ja nämlich. Genau, hier gibt's einmal, wird's unterteilt in Disziplinen der Krieger und Disziplinen der Magier. Ich mag mal auf das Schwarzmagier-Outfit. Weil ich wird später ein Schwarzmagier werden, der Traumaturg. Jetzt kann ich euch auch die klassentypischen Rüstungen zeigen. Und einmal die Startrüstung. Also der große Überraschung ist bei dem Hermetiker, weil er ja auch Gelehrter werden kann. Er wird der Beschwörerrüstung angezeigt. Genau, hier der Text über die Stadtstaat, in der man will, oder den Stadtstaat, über den man beginnt, ist ein bisschen schlecht zu lesen bei Ulda. Und hier auch der Text über den Gladiator. Das ist ja schlecht zu lesen, ich kann wunderbar lesen. Ja, da ist ein bisschen wenig Kontrast drin, finde ich, aber. Macht nichts. Da würde der Gladiator. Die Markus fängt auf. Nochmal hier die Dragonenrüstung, die du dir eigentlich haben, anhast, wenn du willst. Hab ich auch an. Der hast Faustkämpfer. Lest euch ruhig den Text durch. Ich switche einfach mal durch alles durch und zeige euch die Rüstung und Klamotten. Und wir moderieren fröhlich nebenbei her. Genau. Marodeure beginnen in einem anderen Stadtstaat. Und falls ihr euch fragt, warum nimmt ihr denn kein Marodeur? Das liegt daran, dass meine Main-Klasse ein Krieger ist und man fängt als Marodeur an. Also. Ich hab schon genug mit dem Krieger getankt, fürs Erste. Und der Pikinier, wie. Das ist eine andere Geschichte. Der Pikinier wird, wie man sieht, später zum Dragon. Das ist das, was ich als Main spiele momentan. Fängt halt an mit einem ganz einfachen Zahnstocher. Der Waldläufer. Ja, kannst du so den Unterschied zeigen, voll typisch. Ist der Bade. Im späteren Spielverlauf. Spielt halt mit seinem kleinen. Mit seiner Laute. Ja, wir werden auch Glück haben, weil es ist ja noch 3 Monate ungefähr hin bis Heavensward, ne? Aha. Das sollten wir schaffen in der Zeit. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube doch, nicht. Doch, doch. Der Druide wird zum Weißmagier. Wir müssen dann sowieso erstmal unseren Main spielen. Der Traumaturg wird zum Black Mage. Bisschen zugeschnürt. Und der Vorteil ist, hier kriegen wir alles mit, weil wir das Spiel wirklich, im Gegensatz zu Star Wars, richtig aktiv spielen. Und der Hermetiker in dem Fall in seiner Beschwörerrüstung. Mit einem Horn auf dem Kopf. Er ist das Einhorn der Spielerklasse. Das wird mit Heavensward viel, viel geiler. Das ist ja noch dezent. Ja, das ist noch dezent. Aber ihr werdet es ja sehen. Wir werden ja auch sicherlich das Add-on dann spielen. Ja, und die Rüstung, wie ihr seht, sind halt die Spezialisierungen, die später bei rumkommen. Genau. Beispiel hier, beim Gladiator seht ihr die Paladin-Rüstung, beim Faustkämpfer die Mönchsrüstung, beim Marodeur die Kriegerrüstung, beim Pikinier die Dragonrüstung, beim Waldläufer die Badenrüstung. Und beim Druiden die Weißmagierrüstung, beim Traumaturg die Schwarzmagierrüstung und beim Hermetiker seht ihr die Schwörerrüstung, aber er hat noch eine zweite Spezialisierung, die er eingehen kann als Gelehrter, nämlich ein Heiler. Der hat eine andere Rüstung, sieht aus wie ein Nerd. Ja, ungefähr. Genau, und wir werden jetzt gleich beginnen. Genau. Bevor ich jetzt allerdings, also ich werde jetzt noch die Klasse annehmen. Dann darf ich noch meinen Server auswählen. Shiva darf ich gar nicht nehmen, weil keine Charaktere erschaffen werden dürfen. Ja, ich sehe es auch gerade. Dann müssen wir Lich oder Zodiac nehmen. Du weißt jetzt aber gar nicht, wie gut besucht die Server sind. Egal. Nehmen wir Lich oder Zodiac? Nehmen wir Zodiac. Ja, das hört sich nett an. Okay. Ich erinnere mich noch daran, wie ich damals mit meinem Main irgendwann um 3 Uhr nachts mich eingeloggt habe, ja, damit ich auf Moogle einen. Ich wollte von Moogle nicht mehr weg, es lag aber an der Gilde. So, wie nenne ich denn mein Char?
Gute Frage. Weil ich habe keinen Bock wieder, weil mein Main-Char heißt anders und ich werde immer auf Spanisch angeschrieben wegen den Namen. Ich könnte ja eigentlich, da ich nicht auf dem gleichen Server bin, wieder meinen Main-Char-Namen nehmen. Ein anderer Char für weibliche Charaktere fällt mir jetzt auch nicht so auf die Schnelle ein, von daher mache ich das einfach. Ah. So, ich kann mir meinen Nachnamen auch... Wo man kann man sich hier auch interessante Namen auswürfeln lassen, die passen sogar zu. Ach stimmt, das kann man ja auch machen. Machen wir einfach mal random Namen. Mamamo Mamo, das hört sich fast an wie eine andere Persönlichkeit, die ihr noch kennenlernen werdet. Nanamo. Totomo Tomo. Mimishu Mishu, ach du Scheiße. Nee, ich nehme da lieber meinen bestimmten Namen. Ja, ich auch. Das ist mir. Das ha, passend. Den Nachnamen werde ich auch random auswürfeln lassen. Nachname geht allein nicht. Der würfelt alles. Du kannst es ja danach wieder ändern. Ja, das stimmt, das stimmt. Und. If. Is. Osway. No, dann. Osway. Echter Wales. Ackermann. Ackermann? Ja. Im Southway, das finde ich klingt gut. Oder wie verdienst du das? Ja, ja. Passt. Nee. So, bestätigen. Und es lädt irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt gleich kommt. Genau. Mein Charakter wäre jetzt fertig. Die Folge wird ein bisschen länger, das ist ja die Anfangsfolge, das ist so. Ich weiß nicht, sollen wir das Intro, das jetzt kommt, in die nächste Folge nehmen? Nee. Wir sind ja schon bei über 30 Minuten. Von daher würde ich jetzt sagen, das Intro in die nächste Folge, dass man dann... Genau, das nennt man dann die ominöse Charaktererschaffung. Genau. Das allererste Intro zum Spiel habt ihr ja schon kennengelernt. Ja, aber das ist ein ganz, ganz anderes. Es ist schon. Genau, jetzt kommt allerdings. Es hat den selben Inhalt, aber es hat wirklich eine Menge Story ein bisschen erfahren. Genau. Und glaub mir, das ist eine Menge Story. Hier gibt's auf jeden Fall was für. Irgendwie eine Story hier. Für Leute, die Story-Liebhaber sind bei Spielen, gibt's hier auf jeden Fall viel zu sehen. Auf jeden Fall. Genau. Hoffen wir, dass es euch Spaß macht. Wir beenden an dieser Stelle erstmal die erste Folge. Und. Ja, sehen uns dann in der nächsten, in diesem Sinne reingehauen und bis dahin, tschüss.